Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir, einer neuen Bücherwoche mit drei gelesenen Büchern. Ja, drei gelesenen Büchern, kein Hörbuch, denn ich habe Folgenbesprechungen angehört zu House of the Dragon und auch der Ringe der Macht. Und da ist man gut beschäftigt, das muss man ganz klar sagen. Ich habe in der Woche kein Hörbuch gehört und man merkt dann schon, dass man so podcastmäßig dann eben doch viel Zeit dann irgendwie zum Hören genutzt hat, aber eben gefühlt nichts Sinnvolles dabei herumgekommen ist. Insofern natürlich auch Folgenbesprechungen für mich als Serien-Nerd sehr, sehr, sehr nützlich sind. Drei Bücher sind gelesen. Ich habe eine Serie auf Sky entdeckt, wo ich jetzt ja so fünf Folgen geschaut habe, wo ich ein bisschen was erzählen möchte. Und eigentlich habe ich via Instagram angekündigt, dass wir uns heute die Herbstdüfte von Yankee Candle anschauen. Ich habe jetzt aber noch weitere Düfte bestellt. Die sind auch noch auf dem Weg zu mir, beziehungsweise wenn ihr jetzt die Bücherwoche seht, sind die bestimmt schon da. Und da es jetzt in der nächsten Woche keine Bücherwoche geben wird, werde ich dann einfach die Duftbestellungen sozusagen zeigen. Es gibt nächste Woche keine Bücherwoche, da ich jetzt ein längeres Hörbuch begonnen habe und einfach mal denke, dass ich das mindestens zwei Wochen anhören werde, wenn es mich nicht so packt, dass ich es wegsuchte und dann wahrscheinlich auch nur ein, zwei Bücher parallel irgendwie nacheinander gelesen werden. Und deswegen dachte ich, es macht bestimmt Sinn, das ein bisschen zusammenzupacken. Sollte ich mich irren und mich das Hörbuch so infizieren, dass ich es wegsuchte, dann gibt es eine Bücherwoche. Aber geht davon aus, dass es nächste Woche so ein bisschen einen düfteligen Haul, ein düfteliges Unpacking gibt. Ihr findet die Bücher und die Zeitstempel unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Und wir beginnen wie immer mit der Kurzvorstellung der Bücher. Das erste Buch der Woche war Etwas endet, etwas beginnt von Andrzej Sapkowski. Das sind Kurzgeschichten, die eigentlich im Hexer-Universum spielen sollen. Wie das so ist, erfahrt ihr dann. Dann habe ich mal wieder zu Human Design gegriffen. Mehr Lebenskraft, Leichtigkeit und Erfolg durch Human Design von Anja Hauer. Das ist ein Sachbuch, was sich eben rund um Human Design beschäftigt. Und das letzte Buch ist dann Q von Christina Dalcher. Ein Buch, das ich die Woche über mit der lieben Melanie gelesen habe. Viele Grüße an dich. Und wo ich jetzt am Ende dann nach den beiden anderen Clips auch ein bisschen was erzählen werde. Ihr bekommt wieder die Videoclips. Das hat sich jetzt so die letzten Wochen ganz gut eingebürgert. Die packe ich jetzt ein und zu Q nehme ich euch dann sozusagen live gleich mit. Also ja, bleibt dran. Heute ist es mega dunkel, dennoch möchte ich etwas zu Etwas endet, etwas beginnt von Andrzej Sapkowski erzählen. Es ist jetzt das zweite Buch im September und das erste, was ich in dieser Woche beendet habe. Ich habe hier noch die alte Auflage. Mittlerweile ist ja die Witcher-Saga, die Hexer-Saga richtig schön neu aufgelegt worden. Ich habe ja auch zwei Bände daraus in meinem Highlight-Regal stehen. Ich habe mich ja letztes Jahr und auch schon vorletztes Jahr sehr, sehr, sehr mit Geralt von Riva beschäftigt. Bin gerne mit ihm durch die Welt geritten auf Plötze und habe es mir mit Rittersporn dann auch am Lagerfeuer musikalisch gemütlich gemacht. Und ich habe mir in Heidelberg ja im Juli auch so ein Kurzgeschichtenband mitgenommen mit von polnischen Autoren, die im Grunde die Geschichte von Geralt so ein bisschen weiter gesponnen haben, beziehungsweise in der Welt unterwegs waren. Und eigentlich wollte ich zu diesem Buch greifen, dachte mir dann aber auch, nein, du hast den anderen Kurzgeschichtenband, den Original sozusagen, noch auf dem Sub. Lest doch erstmal den, bevor du was anderes liest. Ja, und so habe ich mich an dieses Büchlein mit, ich glaube, knapp 430 Seiten gewagt. Es wird hinten drauf schon erzählt, eigentlich, dass wir ja in der Welt vom Hexer unterwegs sind, von Geralt von Riva. Leider aber nur mit zwei der acht Erzählungen und da muss ich wirklich sagen, es ist ganz schön schlechtes Marketing, wenn man eigentlich eine Hexerreihe herausbringt und hier hinten steht auch nichts von etwas anderen. Also es geht hier in diesen Erzählungen, verknüpfen sich Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft auf brillante Weise. Kann natürlich sein, dass ich die anderen Geschichten einfach nicht verstanden habe, beziehungsweise habe ich im Grunde die auch nicht in irgendeiner Art und Weise mit Geralt in Verbindung gebracht. Also wir haben zwei Geschichten, die aus der bekannten Geralt-Welt spielen. Die erste Geschichte erzählt uns, wie sich die Eltern von Geralt kennengelernt haben. Also ich fand, das wirkte ein bisschen wie ein Entwurf. Es war langweilig, es hatte sehr blasse, nicht tiefgründige Charaktere und ich mochte die Geschichte nicht. Ich dachte so, ja, jetzt bin ich auch nicht schlauer als vorher. Die zweite Geralt-Geschichte ist ursprünglich ein Hochzeitsgeschenk und es spielt auch eine Hochzeit darin eine Rolle.
Und die würde ja lange erzählen, dass wenn man die lesen würde, würde man entweder sich das Ende der ganzen Reihe spoilern, beziehungsweise hätte es ein anderes Ende. Und das ist einfach überbewertet. Das finde ich tatsächlich überhaupt nicht. Mir hat das aber sehr gut gefallen. Also das war mit die beste Geschichte in dieser Sammlung. Wir haben alle bekannten Charaktere. Es war Witz, es war charmant, es war Fantasy, es war spannend. Also das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Also ja, von den zwei Geschichten nur eine richtig, richtig gut. Bei den anderen sechs Erzählungen, ja, die fand ich so okay, war aber tatsächlich schon irritiert, dass sie nicht mal irgendwie ansatzweise in dieser Welt oder sowas gespielt haben. Die hatten nämlich gar nichts mit dem Hexer-Universum zu tun. Ich glaube, hier muss man ein Fan von Kurzgeschichten sein, beziehungsweise vielleicht auch von Sapkowski selbst. Ich fand die leider nicht gut. Also ich habe auch zwei gar nicht so richtig zu Ende gelesen. Jetzt bin ich per se vielleicht auch nicht der größte Kurzgeschichten-Fan. Dachte mir aber natürlich, wenn wir im Hexer-Universum sind, kann das eigentlich nur gut und fantasievoll sein. Ich hatte mir auch einfach alle Geschichten vorgestellt, dass die in dem Universum spielen, und da fand ich halt zwei schon ein bisschen wenig. Insgesamt ist, glaube ich, Sapkowski schon ein guter Autor, der auch Spannung erzeugen kann, aber ich habe nicht so richtig einen Draht zu den Charakteren zu bekommen, zu den Geschichten bekommen. Ich bin da irgendwie nicht eingetaucht. Es war vielleicht tatsächlich auch einfach die Kürze, und ich fand es an mancher Stelle wirklich wahnsinnig langweilig. Und dachte mir, puh, wer hat denn das auch noch abgesegnet? Also man denkt ja immer, dass es da ein Lektorat oder irgendwie was dazu gibt, der dann sagt, oh, hier muss der Spannungsbogen noch gehoben werden. Ich habe nichts gegen Länge, ich habe nichts gegen Ausführlichkeit, ich bin ein großer Stephen King-Fan und Tolkien-Fan, und auch George R. Martin neigt dazu, ja wirklich weit auszuholen. Aber das hier war einfach nur banal und langweilig. Zudem gibt es, ich glaube, auch wirklich zu jeder Geschichte von Sapkowski ein Vorwort oder ein Nachwort, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Und hier merkt man auch, dass Sapkowski nicht unbedingt der sympathischste Mensch irgendwie ist, zumindest wie er manche Dinge sieht und ausspricht. Und da mochte ich seine Gedanken manchmal nicht. Also es macht mir jetzt nicht die Hexersaga oder so kaputt, so weit geht es nicht. Ist jetzt auch nichts groß Verwerfliches, ne? Aber es sind so Dinge, wo ich so denke, ja, gut. Jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, wann ist das Buch zuerst erschienen? 2012 deutsche Auflage, 1992, gut, 30 Jahre her, sind es 30 Jahre. Ja, da waren vielleicht die Gedanken der Menschen auch einfach noch ein bisschen anders. Dementsprechend möchte ich es auch einfach so in dieser Zeit gerade rücken. Dann, ja, aber ich fand es einfach nicht sehr sympathisch. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, ja, so den muss ich jetzt nicht unbedingt auf einen Kaffee treffen, wo ich ja bei anderen Autoren durchaus offen wäre. Insgesamt wirklich eine Enttäuschung, ein Flop. Ja, also 7 der 8 Geschichten, die mir nicht gefallen haben, die langweilig waren. Eine Geschichte, die wirklich ja fast ein kleines Highlight war. Das reißt aber für mich am Ende tatsächlich irgendwie nicht so richtig raus. Von mir keine Empfehlung. Und vor allem nicht, wenn man irgendwie in die Welt von Geralt eintauchen möchte, weil mit den zwei Geschichten, also ja, ist das jetzt auch nichts, was man irgendwie verpasst hätte. Also super, super schade. Ich hatte mich sehr gefreut. Aber ja, jetzt kann das Buch ausziehen und ist vom Sub verschwunden. Das sind ja immerhin auch schon 2 Vorteile oder 2 gute Gründe, das Buch jetzt gelesen zu haben. Es wurde mal wieder Zeit für Human Design, und ich habe dieses Sachbuch von Anja Hauer gelesen. Mehr Lebenskraft, Leichtigkeit und Erfolg durch Human Design. Ja, seit etwas über 2 Jahren, wenn es nicht sogar, doch, sollten über 2 Jahre sein, beschäftige ich mich mit Human Design, habe dadurch schon einiges von mir, in mir, an mir wiederentdeckt und auch ein bisschen umkoordinieren können oder umkonditionieren können, und war jetzt einfach mal neugierig, was es so ein bisschen Neues in dieser Welt gibt. Wer noch gar nichts von Human Design gehört hat, das ist eine Mischung aus Astrologie, wie ging es weiter? I Ching, Kabbala, Genetik und auch Chakrenlehren. Es wird unterteilt in 5 Typen, die es gibt. Und ja, man braucht dazu nur seine genauen Geburtsdaten, Geburtstag, Uhrzeit und den Ort. Und anhand dieser Konstellationen, wie man es eben fast auch aus der Astrologie eben kennt, wird dann eben der Gencode bestimmt. Und man geht eben davon aus, dass man eben mit seinem Geburtstag, mit diesem Moment der Geburt, eben Dinge in die Wiege gelegt bekommt, die einen eben formen, die den Charakter ausmachen. Und ich finde das super faszinierend. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von Astrologie, weil ich das immer ein bisschen
zu ungenau fand, finde das aber in dieser Kombination mit dem Human Design und den anderen Dingen, die man betrachtet, eben auch den Chakren und dem Kabbala, finde ich das super spannend und habe mich in sehr vielen Dingen in meinem eigenen Typen wiedererkannt. Ich habe so 4, 5 Bücher gelesen, es gibt so Anfängerlektüren, es gibt weiterführende Dinge, ich folge einigen Instagram-Kanälen, ich hatte auch schon ein Reading bei einer Human Design Coachin und fand das super interessant, wie Dinge miteinander verknüpft werden, wie man Dinge aus seinem Chart herauslesen kann, denn man kann sich im Grunde einen Chart auch erstellen lassen, das kann man kostenfrei im Internet, ich suche nur mal gerade eins, dass ihr seht, von was ich spreche, also im Grunde sieht das dann am Ende so aus. Und anhand dessen kann man eben erkennen, welcher Typ ist man, welche Tore sind geöffnet, welche Energien hat man und so weiter. Und das habe ich alles, das liegt bei mir auch parat, das hatte ich auch zu dieser Lektüre hier nebenan liegen, weil ich natürlich auch nachgeguckt habe, was bin ich, wo bin ich. Viele Dinge habe ich schon im Kopf, wenn man mich da nachts wahrscheinlich weckt und fragt, aber eben natürlich auch nicht alles. Und so war ich sehr gespannt, was jetzt Anja Hauer so ein bisschen hereinbringt. Jetzt bin ich keine Anfängerin in diesem Thema, glaube aber, dass dieses Buch perfekt für Einsteiger ist. Sie erklärt mit sehr leichten Worten und nicht ganz so Detail verliebt, wie jetzt zum Beispiel das große Werk, dieses blaue Gelbe, was ihr vielleicht damals auch bei mir auf dem Kanal gesehen habt, was schon sehr in die Tiefe geht. Anja Hauer geht für mich in die Tiefe, macht es aber sehr locker, sehr leicht, sehr einfach. Sie fasst so ein bisschen Dinge auch einfach zusammen, sodass man einfach sagt, man taucht nicht ein und muss gleich irgendwie 10 Meter tief, sondern man erfährt auch schon viel auf 2 Meter Tiefe. Mir hat der Stil der Autorin sehr gut gefallen. Ich fand es toll, wie sie Dinge interpretiert hat, wie sie Dinge erklärt hat, wie sie auch wirklich Zusammenhänge schafft. Das fand ich richtig gut, dass ich mir die gar nicht selbst erdenken muss, sondern das im Grunde Anja Hauer übernimmt. Ich fand es spannend, dass ein oder andere neue, wäre jetzt übertrieben, aber den ein oder anderen Zusammenhang jetzt auch in meinem Chart sozusagen neu zu erkennen, beziehungsweise auch einfach nochmal bestätigt zu bekommen, dass die Annahmen, die man eben zum Beispiel auch über Podcasts oder YouTube-Videos annimmt, dass das eben irgendwie richtig ist. Wer sich noch gar nicht mit Human Design beschäftigt hat, den empfehle ich auf jeden Fall dieses Buch. Es ist leicht zugänglich erklärt, man bekommt wirklich gute Tipps und Hinweise, wie man sein Bild, dann sein Chart dann im Grunde auch lesen kann, was man daraus hernehmen kann. Sie beschränkt sich zum Beispiel bei den Toren oder den Gen-Keys, also Genschlüssel, wirklich mehr auf so die meisten, aber alles vorher, gerade was die Typen angeht und die Energien, das macht sie wirklich richtig, richtig gut. Und ich finde es auch gar nicht schlimm, dass sie hier nicht allumfasst irgendwie alle 64 Tore erklärt, weil das würde eben wieder diesen leichten Rahmen sprengen, weil ich glaube, jemand, der sich interessiert und dadurch so ein bisschen merkt, oh, ich erkenne mich wieder, ich finde das spannend, was hier über mich erzählt wird, was hier in mir steckt. Und es gibt wirklich wahnsinnig viele Momente, wo ich wirklich nickend dastehe und mich einfach verstanden fühle. Und das war wirklich auch eine Erkenntnis für mich, dass eben Human Design nicht irgendwas ist, was sich erfindet, sondern dass es ja in mir tatsächlich auch einfach schon steckt und schlummert und man sich ja manchmal vielleicht eher fragt, ist das alles so richtig und man dadurch erkennt, dass es das ist. Ich habe mir auch ein bisschen was markiert, das meiste zu mir selbst und ich habe zu Beginn hat Anja Hauer auch sich selbst beschrieben und ihren Weg und dann sagt sie eben auch, das Human Design System ist kein Glaubenssystem, es ist nicht erforderlich, dass man an irgendetwas glaubt, es sind keine Geschichten und es ist keine Philosophie. Es ist ein konkreter Atlas für die Natur des Seins, eine Landkarte des eigenen genetischen Codes. Diese Fähigkeit, die Mechanik unserer Natur im Einzelnen in so einer Tiefe aufzeigen zu können, ist offensichtlich tiefgreifend, weil es unsere gesamte Natur in allen ihren Feinheiten offenbart. Human Design öffnet die Tür zur Selbstliebe, zu einer Liebe zum Leben und einer Liebe zu anderen durch Verstehen. Und das ist ein Zitat von Ra Uruhu, das ist der Begründer des Human Designs. Und das fand ich so treffend, dass man an nichts glauben muss, dass man wirklich einfach spürt, hier ist irgendwas im Hintergrund und das greift eigentlich das nur auf, was man eben schon ist. Und es wird eben hier auch die Kernelemente erzählt. Es gibt verschiedene Infos, dann eben auch, ich bin ein Generator. Dementsprechend habe ich natürlich auch meine Bereiche ein bisschen markiert, habe aber auch in die anderen Bereiche reingeschaut, weil gefühlt kennt man ja doch fast jeden Typen irgendwie in seinem Umkreis. Das finde ich natürlich auch immer spannend. In der Detail
lesend sozusagen lese ich jetzt nicht unbedingt zu Dingen, die mich nicht betreffen. Also gerade weiter hinten, wenn es dann um die verschiedensten so kleinen Details geht, da lese ich tatsächlich das, was mich betrifft. Finde ich aber auch gar nicht schlimm. Aber natürlich ist es immer spannend, auch die Zusammenhänge zu verstehen. Also Anja Hauer erklärt zum Beispiel an einem Volleyballspiel oder auch an einer klassischen Firmenstruktur, wie welche Rolle im Grunde interagiert, wie man was geben sollte, damit er eben in seinen Fluss kommt. Und es gab ja auch beim Generator, was ich jetzt eben bin, ein wunderbares Zitat, weil es dann auch so schön hieß, man ist irgendwie, genau, deine Kreativität hält das Leben im Fluss. Und dann gab es was Schönes, das war so ein Vergleich mit dem Wasser. Das hat mir super gut gefallen, das habe ich mir aber leider nicht markiert. Master des Flows, das finde ich tatsächlich sehr zutreffend. Und irgendwie, wo war was mit Wasser? Aber das finde ich jetzt tatsächlich geil. Und das war richtig schön. Das hätte ich mir vielleicht auch direkt markieren müssen. Ja, das mache ich dann, wenn ich es ein nächstes Mal lese. Denn ich lese solche Bücher durchaus öfter, gerade wenn man einfach mal was nachschlagen möchte. Auf jeden Fall fand ich das sehr gut. Also ja. Ja, aber ich kann es wirklich empfehlen für alle, die das irgendwie spannend finden, interessant finden, die vielleicht auch schon mal ihr Chart sich im Internet haben angeguckt und nicht so richtig weiter wussten, ist das wirklich ein tolles Einstiegsbuch. Ich glaube, wenn man schon tiefer drin ist, dann kennt man eben einfach schon viel. Aber so neue Impulse, neue Gedankengänge, sich einfach mal wieder damit beschäftigen, das ist wirklich ein guter Impuls und hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Und kann ich wirklich nur empfehlen, jetzt vielleicht Leuten, die direkt schon Coaches machen für Human Design, denen wird das wahrscheinlich zu einfach, zu oberflächlich sein, beziehungsweise auch sind die einfach schon viel weiter. Aber um sich mal wieder daran zu erinnern, hier einfach auch mal wieder so seine Gedanken zu sammeln, da fand ich das auf jeden Fall passend und gut und richtig und hat mir gefallen. Bin da sehr happy über das Rezensionsexemplar und dass ich ein weiteres Nachschlagewerk im Human Design habe, das mich so gut immer wieder an mich erinnert und an meinen Flow und fand ich gut, hat mir gefallen. Und das letzte Buch der Woche ist dann Q von Christina Deicher. Ein Buch, das ich dieses Jahr, glaube ich, irgendwie wo in einem Tauschpaket ergattert habe, das auch noch relativ frisch herausgekommen war. Ich habe von Christina Deicher auch schon Vox gelesen und weiß, dass meine Meinung so ein bisschen mittel war. Ich weiß, dass ich von der Idee total begeistert war und von der Umsetzung eher so meh. Und ich war aber trotzdem super neugierig, was uns hier bei Q erwartet. Ich fand das Cover sehr ansprechend und in dieser Welt ist perfekt. Perfektion, alles und ich dachte, das klingt nach einer coolen, modernen Dystopie. Vox habe ich, wie gesagt, ein bisschen in merkwürdige Erinnerung. Ich habe im Nachgang auch meine Bücherwoche dazu angeguckt und dachte, ja, so ähnliche Gefühle könntest du bei Q jetzt tatsächlich auch haben. Aber ja, wir treffen in der Geschichte auf Elena, die zusammen mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in einer neuen Welt lebt. Also wir sind hier irgendwie eigentlich zukunftsmäßig unterwegs. Wir sind in den USA und es gibt hier jetzt eben den Q-Wert, der die Menschen eben einteilt und auch bewertet. Besonders in den Schulen ist das ein Thema und das erfahren wir eben auch durch die zwei Kinder von Elena. Es gibt monatliche Tests und wenn du einen Q-Wert als Schüler von über 9 hast, darfst du an der silbernen Schule bleiben. Wenn du da runterfällst, landest du in der gelben oder gar grünen Schule und dann holt dich ein Bus ab und das ist so eine Art, ich sag's jetzt mal nett, es ist so eine Art Internat, wo du, glaube ich, auch nur zweimal im Jahr dann nach Hause darfst bzw. besucht werden darfst. Und es betrifft aber nicht nur die Schüler, sondern es gibt auch schon vorgebürtige Tests, wie das Kind im Grunde abschneiden wird, wie was da im Gehirn für Regungen schon sind. Es gibt aber auch als Erwachsener Test. Und Elena, ihr Mann, ist selbst in dem Ministerium. Er steht hinter diesen Veränderungen. Er ist begeistert von dieser Perfektionsidee, dass wirklich nur die Besseren sozusagen und die Intelligentesten und so weiter, also die perfektesten Menschen sozusagen im Grunde in dieser Welt sind, dass eben schlechtere Schüler die guten Schüler nicht herunterziehen und ähnliches. Und Elena erzählt uns auch so ein bisschen von den Veränderungen von vorher nachher. Wir bekommen auch Gespräche mit ihren Eltern und ihrer Großmutter mit, was eben sich irgendwie wo verändert hat. Sie steht schon irgendwie auch dahinter, hat aber dann doch so ein bisschen ein paar Zweifel, die eben auch durch die Kinder so ein bisschen hervorkommen. Und als dann eben eines Tages etwas mit ihrer jüngsten Tochter passiert, ist die ganze Familie so ein bisschen, stürzt sie irgendwie in ein Fiasko und da sind wir im Grunde dann auch mit dabei.
Es ist eine schon spannende Idee. Es ist eine gruselige Dystopie und gefühlt ist das auch alles gar nicht so weit weg. Ich muss aber sagen, dass die Umsetzung eher so mau war. Ich hatte sehr oft Report der Markt-Vibes. Ich hatte auch diese Vox-Vibes durchaus. Man hat ein bisschen 1984. Also man spürt diese Dystopie, diese Idee, dass eigentlich es eine gute Idee gewesen sein könnte, dass man eben sagt, okay, man fördert die Guten, man lässt sie nicht herunterziehen von den schlechteren Schülern. Man hat ja alles eine gute Idee. Und dann wird es aber, weil der Mensch eben ist, wie er ist, eine Katastrophe. Und diesen Weg erkennt man hier relativ schnell. Das erste Drittel hat mich wirklich sprachlos gemacht, war packend, war atemraubend. Es war richtig gut, wie wir in diese Welt hineingeworfen wurden. Es gibt kurze Kapitel, die wirklich Spannung aufbauen. Doch dann kamen so, ja, zwei, drei Wendungen und wirklich auch mit der Protagonistin, die überhaupt nicht nahbar war, was dann einfach zu Langeweile geführt hat und auch einfach nicht in der Geschichte vorangekommen ist. Es war auch manches einfach so merkwürdig erzählt. Es war wirklich wenig Spannung vorhanden. Es gab Unlogiken, es wirkte konstruiert und auch das Ende war eher so, okay. Es gibt so zwei, drei Nebenstränge, die für mich auch überhaupt keinen Sinn gemacht haben, dass das Thema irgendwie aufgemacht wird. Und ich konnte eben sehr häufig das Verhalten der Charaktere gar nicht nachvollziehen. Also, dass ihr Mann zum Beispiel total dahinter steht und wie sie damit umgeht, das kann man ja vielleicht noch irgendwo greifen, wenn jemand von seiner eigenen Idee irgendwie überzeugt ist. Aber wie das alles so mit dem Umfeld und so war, das fand ich tatsächlich ein bisschen merkwürdig. Ich fand das Thema wirklich sehr spannend, denn man merkt schon, dass das gar nicht so weit weg ist von dieser scheinbar perfekten Welt. Und es geht hier ja auch um die Eugenik, die ja in Großbritannien zum Beispiel Anfang des 20. Jahrhunderts, aber natürlich auch bei uns in Deutschland während des Nationalsozialismus auf jeden Fall ein Thema gewesen ist. Das heißt, das kann man auch greifen. Und man ahnt schon, dass sowas in der Realität auch einfach möglich ist. Auch das Thema Geburtenkontrolle und eben nur die Besten sollen sich irgendwie fortpflanzen und so weiter. Das ist natürlich ein Thema, was bestimmt in irgendwelchen Schubläden auch bei uns schon liegt und man sich denkt, ach, so weit, es ist einfach alles nicht weit weg. Aber der Schreibstil war für mich sehr gewöhnungsbedürftig. Auch worauf die Autorin im Grunde ihren Fokus gelegt hat und auch worauf sie im erzählenden Fokus gelegt hat. Das heißt, was eben auch ihre Charaktere erzählen. Und zu Beginn sind wir noch in diesem Familienkreis, in dieser Schule, wir sind noch in diesem Nachbarverbund und irgendwann dreht sich aber alles nur noch um die Protagonistin und man fragt sich, warum. Und natürlich kommen dann wieder so andere Nebencharaktere dazu, aber es war irgendwie totale, ohne Emotionen, es gab keine Gefühle, selbst in den Gedanken von Elena waren irgendwie keine Gefühle, wo ich sage, okay, wenn sie es auch nach außen nicht trägt, aber doch spätestens in ihren Gedanken müssten sie sein. Nein, das war definitiv nicht so. Und das fand ich wirklich, wirklich schade, wo diese Geschichte hingebracht wurde. Es gibt auch Anspielungen eben auf den Zweiten Weltkrieg und da erzählt eben ihre Großmutter davon und dann fragt man sich auch irgendwie so rechnerisch, in welcher Zeit soll jetzt Q spielen? Eigentlich in der Zukunft. Wenn ihre Oma aber da dabei war, dann muss sie ja mindestens schon fast gefühlt 90 sein. So alt wirkt sie aber noch nicht. Also sind wir eigentlich in der Vergangenheit. Also ich fand es total merkwürdig und für mich hätte es diesen Vergleich zu Nazi-Deutschland überhaupt nicht gebraucht, weil ich fand das Thema schon prekär genug. Also ich hätte nicht noch Vergleiche gebraucht, die auch so, ich fand auch irgendwie nicht so gut recherchiert waren. Also ich dachte so, das wirkt irgendwie sehr laienhaft, wie hier was dargestellt wird. Und da habe ich zum Beispiel auch nicht verstanden, was uns dieser Erzählstrang, der dann eben noch ein bisschen ausgearbeitet wurde, was uns der irgendwie bringen soll. Also es war eine coole, spannende Idee, die aber wirklich kläglich gescheitert ist. Und ich weiß, dass es mir bei Q auch so ging, dass ich den Anfang gut fand, dass dann die Protagonistin sich blöd verhalten hat. Und so ähnlich funktioniert die Protagonistin hier auch. Und da denke ich mir, hast du eigentlich keine anderen Probleme, als dich jetzt irgendwie, aber ja, es ist schon eher irgendwie schwierig gewesen. Also es war schon so, dass man irgendwie gesagt hat, durch die kurzen Kapitel und unsere Leseabschnitte und unseren tollen Austausch, dass man so dran geblieben ist. Ich glaube, hätte ich es vielleicht allein gelesen, hätte ich vielleicht nach der Hälfte gesagt, ich habe keine Lust mehr. Dennoch hatte ich schon irgendwie, ich wollte wissen, wo es hingeht. Und ich habe eben nochmal auf so einen Switch in der Geschichte gewartet und wollte wissen, wie es weitergeht und wie das ein Ende nimmt. Aber nee, also da muss man echt sagen, Report der Markt war für mich definitiv das bessere Buch. Auch 1984 war besser. Es gibt viele Dystopien, die einfach besser waren als jetzt tatsächlich Q. Also sehr schade, Buch wird auf jeden Fall wieder ausziehen. Aber ja, es ist gelesen und es war ein schöner Austausch mit der lieben Melanie. Und ja, das fand ich auf jeden Fall richtig gut.
Neben den Folgenbesprechungen zu House of the Dragon und die Ringe der Macht habe ich auf Sky eine Serie, oder jetzt heißt es ja Wow, habe ich eine Serie entdeckt, nämlich Ghosts. Und da habe ich so 4, 5 Folgen angesehen und bin so ein bisschen im Zwiespalt, ob es jetzt wirklich Sinn macht, weiterzumachen oder ob man, ja, ich habe sie erstmal pausiert. Sagen wir es mal so, ich möchte mit einer anderen Serie auch noch ein bisschen beginnen. Und ja, ich habe mit Ghosts begonnen. Wir treffen hier ein frisch verheiratetes Ehepaar oder so früh, also auf jeden Fall ein junges Ehepaar, die das Haus, ich glaube, von irgendeiner entfernten Tante von ihr erben. Und in diesem Haus leben Geister. Also all die Leute, die in diesem Haus irgendwie gelebt haben, gestorben sind, die nicht weitergezogen sind, leben da oder auch auf dem Grundstück im Grunde gestorben sind. Das ist ein bunter Haufen an Geistern. Und ja, eines Tages stürzt die neue Hausbesitzerin die Treppen herunter, hat so eine Nahtoderfahrung und kann dann eben auch Geister sehen. Und kehrt natürlich in dieses Haus zurück, wird nicht in Ruhe gelassen und dann passieren so verschiedenste Dinge, was sie für Pläne mit dem großen Herrenhaus haben und so weiter. Und es war am Anfang ein wunderbarer, so gemütlicher Horror mit wunderbarem Humor, der wirklich so ein bisschen schwarzhumorig war, der sehr trocken war, der diese Idee so aufgegriffen hat. Aber so, ja, jetzt so 4., 5. Folge sind eben auch so Dinge passiert, die so für mich, und jetzt sprechen wir hier über Geister, so gar keinen Sinn machen. Und auch so Dinge passieren, wo ich mir irgendwie denke, ah, es ist manchmal so ein bisschen sehr drüber. Und ich weiß nicht, vielleicht trifft es dann einfach nicht meinen Humor. Vielleicht, ja, bin ich da auch einfach zu speziell oder die Serie zu speziell. Ich fand diese Idee und diesen gemütlichen Horror, also das, ich kann es echt gar nicht anders sagen, das hat mir sehr gut gefallen. Mit den Geistern, mit ihren Geschichten, über was würden sich Geister unterhalten, wie würden sie mit Lebenden kommunizieren. Das fand ich tatsächlich ganz spannend. Und auch wenn man jetzt nicht an Geister glaubt, ich meine, dass das natürlich keine wahre Geschichte ist, ist uns, denke ich, allen klar. Aber es war irgendwie unterhalten und es hat auch Spaß gemacht. Also ich muss mal gucken, ob jetzt vielleicht so der Durchhänger in Folge 4 und 5 jetzt dann wieder ein bisschen besser wird und mich die Serie mehr unterhält. Vielleicht kennt ihr ja auch die Serie, aber das war so ein bisschen was, wo ich ein paar Folgen investiert habe. Aber ich habe die Woche wirklich viel Folgenbesprechungen geguckt. Also es gab ja alleine 2 Folgenbesprechungen für die Ringe der Macht und hat natürlich auch die klassische Folgenbesprechung für House of the Dragon zusammen mit der 3. Folge von House of the Dragon und dann auch Ringe der Macht. Und ich bin da schon ein bisschen beschäftigt. Ich gucke das nicht nur bei Cinema Strikes Back, sondern auch noch bei 2, 3 anderen Kanälen und bin auch total überrascht, wie unterschiedlich manchmal Meinungen sind, wie Wahrnehmungen ganz unterschiedlich sind und finde es tatsächlich gut, wenn nicht immer alles meiner Meinung entspricht, sondern dass man sich eben auch tatsächlich so bei der Ringe der Macht eben auch positive Meinungen anhört, wo ich dann trotzdem als Tolkienese so da sitze und denke, oder Tolkienianer, je nachdem, und denke, ja, ich kann verstehen, dass einem das vielleicht, dass man das gut findet, aber ich finde es nicht gut, weil. Und ja, also auch zu den 3. Folgen, ich muss sagen, bei mir überragend die Begeisterung für House of the Dragon auf jeden Fall. Und Ringe der Macht, ich fand die 3. Folge. Ja, also ich werde ihr schon noch so ein bisschen Zeit geben. Ich finde es auch so schade, mich von der Idee zu verabschieden, dass die Serie irgendwie schlecht ist. Oder, aber ja, wirklich, ja, es gibt ein paar Orte, die jetzt auch wieder in der 3. Folge dabei waren, wo ich dachte, ach, sehen die geil aus, toll gemacht, toll umgesetzt. Wir treffen auch Charaktere, die später eben auch irgendwann im 3. Zeitalter eine Rolle spielen. Und das ist schon cool gemacht. Wobei auch da wieder Dinge dazu gedichtet werden und auch wie sich Charaktere verhalten, das ist tatsächlich irgendwie nicht so schön, aber gut. Ja, das waren die 3 Bücher, das waren die Serie, das war die Ankündigung, dass es nächste Woche ein düfteliges Video gibt. Und ihr könnt ja auch mal gerne erzählen, was eure Bücher jetzt im September waren, mit was ihr in den Monat gestartet seid, was für eine Serie ihr gerade guckt, ob ihr vielleicht sogar Ghost kennt. Ghost kennt, könnt ihr natürlich gerne schreiben. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf unseren Austausch. Ja, wünsche euch jetzt auf jeden Fall ein wunderbares Wochenende. Danke euch fürs Zusehen. Macht schön gut und habt einen schönen Tag und einen schönen Abend und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Steffi.